Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Und hier ist Folge 94, die Selbstliebe-Meditation. Und Freunde, dies ist eine sehr besondere Folge, denn da am Wochenende aufgrund der neuen Regeln, an die ich mich natürlich halten will, der Selbstliebe-Workshop nicht stattfinden kann, habe ich die Meditation, die für diesen Workshop konzipiert war, mit euch geteilt und aufgenommen oder will die heute mit euch teilen und habt ihr aufgenommen. Und Florian, der auch diesen Podcast so toll abmischt, hat eine wunderbare Musik drunter gelegt, sodass es hoffentlich gut tun wird. Und die Meditation soll dich einladen, dir selber mit Liebe, Freundlichkeit, Weichheit zu begegnen, weil das letztlich die Aufgabe ist in diesem Leben. Alles, was wir uns wünschen, ob das Erfolg ist, keine Ahnung, alt werden, eine tolle Beziehung, tolle Kinder, was immer auf deinem Wunschzettel steht, tolle Reisen, ich weiß nicht, was bei dir drauf steht. All das ist ein Produkt von einer Zutat, die heißt liebevolle Aufmerksamkeit. Und wann immer wir rauskommen aus dieser liebevollen Aufmerksamkeit und unser Blick voller Angst ist und Ärger und Enge und wir meinen, uns verteidigen zu müssen, laufen die Dinge nicht mehr rund, weder für uns noch für unser Umfeld. Wenn wir aber lernen, uns selber mit aller Sanftheit zu begegnen und das Leben zu umarmen und uns in diesem Leben zu umarmen, dann können wir andere Ergebnisse erzielen, weil wir schon rein biologisch raus aus unserem limbischen System sind und mehr Zugriff haben auf unseren Verstand. Wochenende erst ein spannendes Seminar dazu gehabt. Ja, und ich hoffe, dass diese Meditation dir gut tut. Ich habe eine kleine Sache noch, eine kleine Werbung noch, bevor das losgeht. Das Glückstraining wird am Samstag, also wenn du den Podcast hörst, ist Freitag und bis Sonntag einschließlich meine ich, ich weiß nicht genau, wie wir es eingegeben haben, Samstag oder Sonntag, ist das Glückstraining 20% reduziert. Das ist mein Online-Training, mit dem du negative Gefühle loslassen kannst, wo du lernst, dein Glaubenssatzsystem zu überprüfen, wo du lernst, die Zukunft vernünftig zu bauen für dich, wo du lernst, wie gehst du durch den Alltag, sodass du etwas mehr zufrieden bist, mehr Leichtigkeit da ist, in 4 einfachen Lektionen. Dazu noch 3 immer wieder abrufbare Techniken, wo du mich quasi in einem Dauercoaching bei dir sitzen hast im Rechner, um dir zu helfen, negative Zustände, Emotionen, blöde Erlebnisse zu verarbeiten. Und es wird jetzt im Winter, weil ich weiß, es geht viele sind gerade mehr angespannt als sonst vielleicht. Und deshalb gibt's jetzt über den Winter jeden Monat ein Live mit mir und die speichere ich ab auf der Glückstrainingsseite. Nur für die Glückstrainings-Community ein 2-stündiges Live jetzt Sonntag am 8.11. zum Thema Traurigkeit und Frustration mit Tapping, mit Coaching-Techniken, mit Meditation, mit Theorie dazu. Also alles, was du brauchst, mit dabei und dazu noch 20% umsonst. Und jetzt kommt das Beste, weil ich so viel Anfragen dazu bekommen habe, haben wir eine Ratenzahlungsoption reingepackt. Das heißt, du kannst in 3 Raten, ungefähr 88 Euro, glaube ich, kannst du bezahlen und hast dann so nicht so einen, auf einmal so einen großen Batzen. Und ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut und euch das anguckt. Ich verlinke das wieder in den Shownotes. Prüft mal, ob das was für euch ist. Und auch so freue ich mich, dass du mir hier zuhörst. Das möchte ich auch gleich sagen und mich bedanken und bedanke mich auch bei Florian, der wieder eine wunderbare Musik unter meinen nicht nur den Podcast auch, der macht ja mal den Jingle drunter und lädt das alles hoch, ist mein Tonmeister, sondern der auch wieder eine wunderbare Musik komponiert hat, um die Meditation zu stützen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, geh an einen ruhigen Ort, lächel dir selber zu, tu dir was Gutes und wenn du magst, beginn heute mit diesem Tag, heute mit dieser Meditation eine 40 Tage Self-Love-Challenge, sodass du 40 Tage lang jeden Tag einmal meditierst, dir selber in Sanftheit begegnest. Kannst die Meditation hier nutzen. Guck gleich einfach auf dein Display, ab welcher Minute die startet. Spul den Podcast bis dahin vor, dann musst du nicht jedes Mal mein Intro hören. Und dann sei gespannt, was passiert. Es tut so, so, so gut. Dir und deinen Liebsten. Ich bin mir sicher. Und jetzt viel Spaß beim Meditieren. Schön, dass du da bist. Bis bald. Love Yourself. Meditation, um dir selbst mit noch mehr Liebe zu begegnen. Sitz aufrecht an einem ruhigen Ort, an dem du nicht gestört werden kannst. Atme einen tiefen Atemzug, richte die Wirbelsäule auf und
roll die Schultern langsam zurück. Lächel dir zu. Für einen Moment nur mit dir. In Stille und Friedlichkeit. Schließ sanft die Augen oder schließ sie fast ganz, wenn dir geschlossene Augen unangenehm sein sollten. Und dann beginn deinen Atem zu verfolgen. Fühl, wie du einatmest bis tief unten in deine Wirbelsäule. Fühl, wie du von dort aus ausatmest, nach oben zur Krone deines Kopfes. Atme tief und lang ein, spür die Energie durch die Nase und deinen Körper bis zum Wirbelsäulenende fließen. Und bei der Ausatmung fühl, wie dein Körper sich entspannt und du, was immer du nicht brauchst, nach oben loslassen kannst. Und während du atmest, fühlst du, wie deine Sitzfläche sich mehr erdet. Du kannst deine Wirbelsäule aufgerichtet spüren und fühlst die Energie des Atems an ihr entlang fließen, nach unten einströmen, nach oben ausströmen. Du spürst, wie dein Nacken weich wird, die Falten um deine Augen loslassen, diese kleinen Muskeln, die dort sind, wie dein Mund weich wird und dein Kiefer entspannt. Und deine Aufmerksamkeit ist innen. Alles, was außen ist, scheint weit weg. Wie in einem wohligen, weichen Feld von hellem Licht bist du geschützt für diesen Moment. Und stell dir vor, du sitzt gar nicht dort, wo du diese Meditation hörst, sondern du sitzt an einem wunderschönen Ort. Ein Ort, der dir Sicherheit und tiefen Frieden schenkt. Finde einen solchen Ort, den du liebst und dir vorstellen kannst jetzt. Du kannst ihn dir ausdenken. Oder vielleicht warst du sogar schon einmal dort. Stell dir vor, du sitzt da. Und die Luft, die dort ist, fließt hinein, die Wirbelsäule entlang nach unten. Du wurzelst hier an diesem schönen Platz. Und die Luft fließt raus, die Wirbelsäule entlang nach oben. Dies ist ein magischer Ort, der dich mit deinem Herzen verbindet. Fühl, wie dein Herz in deinem Brustkorb sitzt und schlägt. Deine Lungen wie Flügel rechts und links neben deinem Herzen rahmen es ein, schenken ihm Lebensenergie mit jedem tiefen Atemzug von dir. Fühl, wie du mit noch tieferen Atemzügen dein Herz nähren kannst. Es ist, als würde jeder Atemzug sagen, alles ist gut. Du bist gut. In Ordnung. Liebenswert. Fühl, wie aus deinem Herz eine Energie von Liebe, Toleranz, Frieden und Annahme fließt. Fühl, dass diese Liebe dir selbst gilt und dem Ort, an dem du jetzt bist.
und von dort aus sich ausdehnen darf. Spür, wie jeder Atemzug dein Herz weitet, dir Licht Weite schenkt. Und eine Energie durch dich fließt, die von so einer angenehmen Wärme ist. Fast als würde dein Herz dich in den Arm nehmen. Spür das, wenn du mit der Energie deines Herzens verbunden bist. Keine Schuld gibt, keine Pläne, sondern nur dieser Moment zählt und das Gefühl von tiefer Verbundenheit. Und spür, dass das schon immer da war. Wenn du willst, kannst du eine Hand auf dein Herz legen, die Mitte deines Brustkorbs und dich noch mehr mit dieser Energie verbinden. Du kannst die Wärme fühlen, die dein Brustkorb nach vorne zu deiner Hand ausstrahlt. Bereit, die Welt zu umarmen, wie dein Herz sich zu den Seiten ausdehnt, zusammen mit deiner Atmung. Wie dein Herz sogar nach hinten an deinen Rücken geht und seine Rückseite ausdehnt, voller Weite. Vor deinem inneren Auge sieh dich selber als Kind. Vielleicht fällt dir ein Bild ein, was du magst, oder eine schöne Erinnerung in deinem Kopf. Du willst dieses kleine Mädchen, diesen kleinen Jungen vor dir sehen. Du willst in die Augen gucken und fühlen, wie dein Herz, während du in die Augen von deinem jüngeren Selbst schaust, wie dein Herz nach vorne strahlt und eine tiefe Verbindung hat zu dir, wie du früher warst. Vielleicht gibt es was, was du diesem Kind sagen möchtest. Dann sieh in die Augen, fühl, wie dein Herz gute, liebende Energie schickt zu dir und zu diesem kleinen Wesen. Und dann sag, was immer du hättest damals hören wollen, was gut tun würde zu hören. Und sag das mit aller Kraft, der Gedanke, der dir in den Kopf kommt. Sag, du bist so lieb, ich liebe dich so, du bist nicht alleine, du bist wunderbar, einzigartig, was immer dir einfällt. Und fühl, wie ein Teil von dir das einatmet. Bis zur Wirbelsäule nach unten und verarbeitet. Fühl, dass ein Teil von dir sich erinnert. Dein Herz schickt diese Botschaften, wann immer du sie brauchst. Manchmal unbewusst, manchmal bewusst. All das, was du dir manchmal sagst, um dich zu ermutigen, sagt dein Herz dir ständig. In dir ist eine unbändige Liebe. Und ich lade dich ein, sie zu fühlen,
und dann fast, als würdest du durch ein Daumenkino blättern. Sieh Bilder von dir, wie du älter wirst. Und hüll alles, was du siehst. All die verrückten und weniger verrückten Momente in diese Liebe ein, die aus deinem Herzen strömt. Bleib bei dem Satz, der dir gerade noch gut getan hat. Und sag ihn zu allen Versionen von dir. Atme dabei tief. Fühl dein Herz sich mehr und mehr aus den Weiten öffnen. Spür, dass du alles umarmen kannst. Und dann sieh dich selber vor deinem inneren Auge, so wie du jetzt gerade sitzt. Stell dir vor, du könntest dir gegenüber sitzen, an diesem schönen, wunderbaren Ort. Sieh dir in die Augen. Atme tief mit dir selber. Und was immer du dir jetzt gerade wünschst zu hören, sag dir das selbst. Sag dir, was dich beruhigen wird und dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird. Sag dir all diese Sätze und atme dabei tief. Fühl diesen Fluss von Liebe, der dich trägt und umspült und in dir ist und um dich ist. Und dann kehr zurück in deinen Körper, aber bleib an diesem schönen Ort. Fühl, wie gut das ist, sich selber so viel Liebe zu schenken. Und dann stell dir vor, dass du an diesem schönen Ort aufstehst und du blickst ins Licht. Und das Licht hält dich. Und du musst sanft lächeln, weil das so schön ist. Und während du da stehst, blickst du nach rechts. Und du siehst einen wunderbaren, herrlichen Flügel. Du siehst, wie der Wind in diesen Federn spielt. Und du kannst fühlen, dass er zu dir gehört. Und du blickst nach links und du siehst einen weiteren wunderbaren Flügel. Siehst die Federn und weißt, dass dieser auch zu dir gehört. Und du weißt, du bist längst bereit, voller Liebe, ein wenig Leichtigkeit einzuladen. Und du breitest deine Flügel aus. Fühlst den Wind hineingreifen und ganz sanft mit den Zehen stupfst du dich ab. Du selbst bestimmst die Höhe und ganz sicher gleitest du durch die Luft. Fühlst den Wind in deinem Gesicht, den Wind in deinen Flügeln, fühlst die Leichtigkeit und wie die Welt unter dir ein bisschen Abstand bekommt. Du kannst all das sehen, die Dinge, die dich beschäftigen und die Menschen, die dich manchmal beschäftigen und die Themen und die Sorgen und du fühlst diese Distanz und du hüllst alles, was du siehst, aus dieser luftigen Distanz in Liebe ein. Wir kennen nie den Lauf der Dinge. Also fühl, wie dein Herz dir versichert, alles wird gut. Alles kommt zum Besten von allem.
Gefühl, wie du spüren kannst, dass du mit allem, was ist, verbunden bist, während du durch diese Luft fließt und den Wind einatmest bis unten in deine Wirbelsäule und die Kraft in deinen Flügeln spürst und das Gleiten. So viel Leichtigkeit, so viel Liebe, so viel Weite. Spür, dass du jederzeit hier hinkommen kannst, fliegen kannst von diesem Ort aus. Dass im Alltag deine Flügel nur eingeklappt sind. Und mit aller Sanftheit kehrst du zurück an den Ort, wo du gestartet bist. Lass die Füße wieder den Boden berühren. Fühlst, wie du deine wunderbaren, prachtvollen Flügel einklappen kannst. Du atmest tief. Öffnest die Augen innerlich. Du fühlst den Boden unter deinen Füßen, die Wurzeln, die Beine. Wie gut es ist, hier zu sein. Du spürst den Atem einfließen, hinausfließen. Fühlst dein Herz so weit und klar. Du hast alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst, ist längst da. Atme tief, kehr zurück an den Ort, wo du gestartet bist, und sollte deine Hand noch auf deinem Herzen liegen, dann lass sie sinken. Fühl den Raum um dich, dass du zurückkommst in diese Welt. Lächel dir selbst zu, wie toll du das alles meisterst. All die Herausforderungen, die das Leben dir schenkt. Fühl, dass du wächst mit jedem Tag. Und das Wachsen bedeutet mehr Liebe, mehr Toleranz und mehr Licht in diese Welt zu bringen. Und wann immer du soweit bist, öffnest du die Augen, streckst die Arme, regelst dich und kehrst zurück in deinen Alltag. Meditation ist ein wichtiges Selbstliebe-Ritual. Es hilft dir, die Stille und Weite in dir zu finden und zu erkennen, dass du Liebe bist. Genau wie jeder von uns. Verbinde dich mit dieser Essenz von dir, so oft du kannst und magst. Danke und Namaste. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer von mir geschaffenen Kursplattform nur zur Verfügung gestellt wurde. Er heißt Zurück zur Natur und ich beschreibe darin, wie ich ätherische Öle und Supplements nutze und was ich den Leuten, die das mit mir entdecken, rate. Wenn du also Lust hast, auf diesem Weg auch mir ein bisschen zuzuhören, dann findest du Zurück zur Natur überall da, wo du auch diesen Podcast findest. Viel Spaß beim Zuhören.